zweite Schlag zu. Ein bisschen trockener als Suppe ist das folgende Thema. Aber es ist nicht weniger wichtig, ganz im Gegenteil. Wie Landwirtschaft gemacht wird, das bestimmt die EU-Agrarpolitik. 50 Milliarden Euro jedes Jahr. Steuergelder fließen da rein. Aber Leute, mit Steuergeldern kann man steuern. Und wie man das am besten macht, das wissen... Welche Scheiße! Und wie man das macht, das wissen die drei hier vorne am allerbesten. Denn die machen sich Gedanken darüber, wie die Agrarpolitik umgebaut werden muss, damit auch die Landwirtschaft umgebaut werden kann. Als erstes haben wir für euch hier auf der Bühne Martha Messer von Slow Food. Als nächstes Aurélie Cataillo von Pour une autre PAC, also für eine andere Agrarpolitik aus Frankreich. Vom Naturschutzbund, vom NABU, und der macht den Abschluss. Aber erstmal, Martha, du hast das Wort. Stellt euch vor, wenn solch eine Demo bald in jeder europäischen Großstadt stattfinden würde. Wenn viele tausende Bürger auf einmal rufen würden, wir wollen gutes Essen und gute Landwirtschaft, und zwar jetzt. Gesundes und geschmacksvolles Essen. Was wir nicht brauchen, sind Pestizide, Ausbeutung von Feldarbeitern und billige leere Kalorien. Es kann nicht sein, dass jedes Jahr 20% der Nahrungsmittel in Europa verschwendet werden. Es kann sein, dass 43 Millionen EU-Bürger sich nur alle zwei Tage eine hochwertige Mahlzeit leisten können. Es kann nicht sein, dass so wenige junge Menschen Zugang zu Land haben, um es zu bewirtschaften. Es geht auch anders. Tausende Initiativen zeigen bereits, wie demokratische und zukunftsfähige Ernährungssysteme Menschen nähren, Arbeitsplätze schaffen und eine intakte Umwelt erhalten können. Für solche Ernährungssysteme können wir alle jeden Tag mit unseren Gabeln abstimmen. Ganz einfach mit dem Essen, das wir einkaufen. Freude am gutes Essen mit Respekt für alle Menschen sowie für die Umwelt. Aber gemeinsam können wir noch viel mehr bewegen. Gemeinsam müssen wir darauf drängen, dass die Agrarpolitik neu ausgerichtet wird, dass in jedem Land alle Ministerien Hand in Hand auf ein nachhaltiges Ernährungssystem hinarbeiten, dass in Europa endlich eine ganzheitliche, nachhaltige EU-Lebensmittelpolitik umgesetzt wird. Für diese Ziele brauchen wir eine europaweite zivilgesellschaftliche Bewegung und mehr Demonstrationen dieser Art. Euer Engagement inspiriert uns in ganz Europa. Danke. Oh.